als wir gerade eben noch auf den Haussegenskalender bei uns in der Sakristei geschaut haben, da steht dann schon wieder eine Schar von Märtyrern drin, gestorben 1943 in Spanien, in dieser Zeit der Verfolgung auch der Kirche. Und natürlich steht auch drin die Bekehrung des heiligen Paulus. Aber als ich dann diese Namen gelesen habe von diesen Priestern, die da gestorben sind, die da ermordet wurden in der Verfolgung, da kam mir diese Geschichte in den Kopf, dass einmal einer dieser Soldaten lag in einem Dorf oder in einer Stadt auf der Straße und war halt einfach im Sterben. Das muss tatsächlich so passiert sein. Und er lag da so im Sterben und schrie nach einem Priester. Es war aber nicht einer sozusagen von den Kirchentreuen, sondern von den sogenannten Roten, also den Kirchenhassern oder den Pfaffenfressern, wie man sie so genannt hat. Und er schrie so nach einem Priester, weil er halt gemerkt hat, ach, mein Leben geht zu Ende. Und es kam tatsächlich ein Priester. Und dieser Soldat, dieser Partisan oder was auch immer das war, der hat dann noch gebeichtet und hat dem Priester alles so gesagt, wie viel Priester er umgebracht hat und aufgehängt hat und auch andere Personen. Und auch hier in diesem Ort habe ich auch den Pfarrer oder den Priester gesucht, denn ich wollte ihn auch ums Eck bringen. Aber er wurde so gut versteckt, dass ich seinen Vater und seinen Bruder umgebracht habe. Und wahrscheinlich hatte er irgendwie so an seinem Bändel, an seiner Uniform oder an seiner Hose noch sozusagen die ganzen Ohren, die er abgeschnitten hat, so als Erinnerung. Und dann sagte dieser Priester zu ihm, der war denn total schockiert eigentlich, als er das alles so gehört hatte. Dann sagte er zu diesem Sterbenden, das war mein Vater und das waren meine Brüder, das war mein Bruder. Und er hat ihm dann natürlich die Verzeihung, die Lossprechung gegeben, weil er ja bereut hat auch. Und das zeigt es eigentlich so, das ist so diese wahre Kirche eigentlich, wenn man das so bedenkt. Das ist so die wahre Kirche, zeigt sich in dieser Größe der Barmherzigkeit, in der Vergebung. Da zeigen sich so die Glieder der Kirche, ob Priester oder Laien, spielt da gar keine Rolle. Diese Größe der Kirche zeigt sich vor allem dann so im Verzeihen, in diesem Verzeihung gewähren. Das war mein Vater, den du da umgebracht hast. Das war mein Bruder. Und auch im Namen aller meiner Mitbrüder verzeihe ich dir, weil du es bereust. Und das hat mich so, als wir da so auf diesen heute hingeschaut haben, 25. Januar, als wir da hingeschaut haben und da die Märtyrer sahen, ist mir diese Geschichte eingefallen, dass Gott so groß ist und dass die Kirche auch so groß ist. Innerlich ungemein groß, denn sie ist das Werk Christi. Sie gehört Christus, sie ist Christus. Und so möchten wir Gott jetzt um seinen Segen bitten, auch ganz besonders für alle Sterbenden dieses Tages. Panem de coelo praestitisti eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribo equesumus internos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iucit essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.